Polizeinotruf? Hallo, mein Name ist Hübner. Mir ist gerade ein Mann vors Auto gelaufen. Frau Hübner, wo sind Sie gerade? Ich bin auf der Landstraße bei Blindham. Ich bin auch vor Schreck jetzt in den Graben gefahren. Ich komme nicht mal raus. Ich bin ganz allein im Auto. Ich habe Angst. Bitte, bitte kommen Sie schnell. Meine Zeit. Ja, komm, vielleicht bist du gleich hellwach. Du musst auch mal einen Kaffee trinken, Junge. Ob mit der Brühe. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Kollegen. Moin. Morgen. Das ist Frau Hübner. Sie hat den Unfall gemeldet. Was denn passiert, Frau Hübner? Also, ich fahre ganz normal hier entlang. Und auf einmal kommt so ein Typ aus dem Wald rausgerannt, direkt an mein Auto ran. Ich habe mich so erschrocken, ich habe das Lenkrad rumgerissen, bin fast noch gegen einen Baum hier geknallt und wusch, dann hier in den Graben rein. Gucken Sie sich das mal an, ist voller Blut. Ich muss... Hübner, mein Name, Elsa Hübner. Mein Name ist Stehler von der Kripo, meine Kollegin Rietz. Und Sie haben den Mann angefahren. Junger Mann, haben Sie mir nicht zugehört oder was? Der Typ ist aus dem Wald raus und mir direkt hier ans Auto. Okay, nicht angefahren. Und der Mann war verletzt und das Blut ist vom Mann. Keine Ahnung, ich nehme es an. Also auf einmal war alles hier voller Blut. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe nur noch das Auto zugemacht schnell und habe einen Notruf abgesetzt. Und der Mann? Ja, keine Ahnung, der ist davor gelaufen und dann in den Wald. Kollege, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Oh. Ja, verstanden. Wir gucken uns das an. Schönes Zeckenparadies hier. Mhm. Ja, mir piekt's auch schon überall. Ja. Oh. Ich weiß nicht, ey, Blut am Auto. Ja. Kollegen hier hinten. Ja. Hallo. Ach du Scheiße. Oh Mann, jetzt bin ich wach. Hat er Puls? Da ist nichts mehr zu machen. Irgendwas gefunden? Geldbeutel, Papiere, Handy? Bei der ersten groben Durchsicht habe ich gar nichts gefunden. Scheiße. Leitstelle für K11? Hört. Wir brauchen sofort am Einsatzort Gerichtsmedizin und Spurensicherung. Sind unterwegs. Sicherst du den Tatort? Klar, mache ich. Guck mal. Hier, der hat einen Anzug an und da vorne ist eine Ansteckblume. Mhm. Sieht aus, als ob er auf einer Feier war. Vielleicht eine Hochzeit. Er ist definitiv der Erste, den ich sehe, der mit einem Pfeil ermordet wurde. Sieht aus wie ein professioneller Sportpfeil. Bogenschießen habe ich mal im Urlaub gemacht. Das ist gar nicht so easy. Wer bringt denn jemanden so um? Guck mal hier, er hat am Bein eine Verletzung. Da ist sogar noch ein Loch in der Hose. Vielleicht hat es vorher schon einen Schuss gegeben. Und dann ist er auf die Straße gerannt und hat versucht, von der vorbeifahrenden Frau Hilfe zu bekommen. Die geht voll in die Eisen. Er hämmert auf die Scheibe, schließt sich ein. Ja, er rennt weiter, wahrscheinlich, weil der Typ noch hinter ihm her war. Und hier ist er zusammengebrochen. Kommt bis hier, bricht hier zusammen. Aber kommt man so weit mit so einer massiven Verletzung? Ja, weiß ich nicht. Das muss die Rechtsmedizin uns sagen. Ich frag mich, wo das Opfer herkommt. Wir sind doch gerade bei so einem Landhotel vorbeigefahren. Vielleicht gab's da ja eine Feier. 6.34 Uhr? Dann ist die auf jeden Fall schon vorbei. Ja, egal. Komm, wir fahren da mal hin. Idyllisch hier. Mhm. Hier kann man auf jeden Fall die Sau rauslassen. Ja, eine Sau haben die bestimmt im Stall irgendwo. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie die Störung. Wir sind von der Kripo. Rietz, mein Kollege Herr Stehler. Kripo? Ich bin der Hotelmanager. Was ist denn los? Ist das das Hochzeitspaar? Ja. Ja, wir sind wegen einem Unfall hier. Der hat sich wenige hundert Meter von hier auf der Landstraße abgespielt. Okay. Sind da noch Gäste von der Hochzeit da, mit denen wir sprechen könnten? Ja, das Brautpaar und die Brauteltern sind für circa anderthalb Stunden auf ihre Zimmer gegangen, weil sie übernachten hier im Hotel. Ah, sehr gut. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unhöflich, aber könnten Sie mal zu den Leuten gehen und sie bitten, runterzukommen? Wir müssen mit ihnen reden, ist wirklich wichtig. Okay, mach ich. Danke.
Entschuldigen Sie. Haben Sie den Fall schon mal gesehen? Ja, der gehört zu einem Hochzeitsspiel. Von gestern. Die Gäste haben da mitgespielt. Und wo? Da draußen. Soll ich es Ihnen zeigen? Ja, das wäre gut. Okay, danke. Hier haben die Gäste gestern das Spiel gespielt. Ah ja. Ja, und der Bogen? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Entschuldigen Sie bitte. Der Bräutigam. Ah. Guten Morgen. Wie kann ich helfen? Hallo, Sie sind? Jonas Sander. Okay. Stähler, Rietz von der Kripo. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Tut uns wirklich sehr leid, dass wir Sie jetzt stören mussten. Entschuldigen Sie bitte, Herr Sander hat meine Jacke, die jemand vergessen hat. Falls Sie noch was von mir brauchen sollten, ich bin dann mit Sarah drinnen. Wunderbar, danke. Gehört meinem Bruder. Das ist typisch Andi. Haut ab und Tschüss zu sagen, vergisst dann noch die Hälfte. Oh mein. Und Schlüssel kommt der zu Hause überhaupt nicht rein. Hoffentlich musste der nicht im Treppenhaus pennen. Darf ich mir mal das Portemonnaie genauer anschauen? Natürlich. Danke. Was ist denn los? Herr Sander, es tut uns sehr leid. Ihr Bruder ist tot. Er wurde ungefähr 1 Kilometer von hier entfernt gefunden. Nein. Das kann nicht sein. Das ist ein Notum. Sie verwechseln den bestimmt. Der liegt irgendwo und schläft seinen Rausch aus. Ich kann Sie komplett verstehen. Das muss ein Riesenschock für Sie sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und halten uns in Ruhe, ja? Kommen Sie. Herr Sander, nehmen Sie doch bitte erstmal Platz. Wollen Sie bitte rüberkommen und sich auch setzen? Also bei dem Unfall, von dem ich vorhin gesprochen habe, handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Und das Opfer dabei ist der Bruder des Bräutigams. Wer macht denn sowas? Genau das wollen wir herausfinden, Herr Sander. Ich verstehe auch, dass das für Sie jetzt eine ganz schwierige Situation ist und dass Sie erstmal Zeit brauchen, um das Ganze zu realisieren. Aber es kommt jetzt auf jede Minute an, auf jeden Hinweis, okay? Sie haben meine volle Unterstützung. Ihr Bruder wurde mit diesem Pfeil ermordet und wir wissen, dass er von hier ist. Mein Bruder wurde mit diesem Pfeil erschossen? Von diesem Spiel? Ja, von wem ist Pfeil und Bogen? Michael Pfeiffer hat alles mitgebracht. Ein Kumpel von mir. Er ist ein Bogenschützenfallen. Michael Pfeiffer, ja? Ja. Er ist früher abgehauen. Er ist bei der Feuerwehr und musste zu einem Einsatz. Hatte Ihr Bruder Streit mit diesem Herrn Pfeiffer oder mit einem anderen Gast? Nicht, dass ich wüsste. Was ist mit Ihnen? Wissen Sie, ob dieser Mann gestern noch Streit hatte? Ja. Ja, ich erinnere mich. Er hat mit einem Typen an der Bar gestritten. Ich glaube, es ging um eine Studienarbeit oder so. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann der hieß Flo. Ja. Flo? Ja. Flo, wer könnte das sein? Wie heißt er weiter? Florian Teichner. Der hatte schon vor der Hochzeit Streit mit Andi. Wir brauchen seine Adresse, so schnell wie möglich. Suche ich ihn raus. Entschuldigung, ich wollte meine Freundin abholen. Schatz, komm, lass uns bitte gehen. Nee, Schatz, es geht jetzt nicht. Es ist was ganz Schreckliches passiert. Der Bruder vom Bräutigam, der wurde ermordet. Okay, ich warte einfach im Auto auf dich. Bitte schön. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Nee, nein, nein, es tut mir leid, wirklich. Nein. Okay. Würden Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten aufschreiben? Und wenn Ihnen noch was einfällt, dann melden Sie sich. Sie auch. Herr Sanders, wir brauchen alle Fotos, alle Videos, die Gästeliste und die Namen aller Mitarbeiter, bitte. Und ich würde die Sachen Ihres Bruders gerne mitnehmen. Die meinte er auch. Natürlich. Finden Sie das Schwein, das mein Bruder getötet hat? Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Wir melden uns, Herr Sander. Michael, check einen gewissen Florian Teichner. Lad ihn zur Befragung ins K11. Kontaktdaten folgen. Ach, alle da. Sehr gut. So einen Tag wünsche ich echt niemandem. Ja, das sollte eigentlich der glücklichste Tag in seinem Leben werden. Scheiße.
Hallo, Sarah. Hallo, ihr zwei. Hi. Kannst du schon was sagen? Er wurde durch den Pfeil getötet. Und anhand von Eintrittswinkel und Tiefe gehe ich davon aus, dass er von hinten die Lunge durchbohrt hat und aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Okay, Sarah. Also gehe ich mal nicht davon aus, dass es jemand schafft, mit einer durchbohrten Lunge auf die Straße zu rennen und dann noch hinterm Auto hinterher? Hast du schon mal Robin Hood gesehen? Läuft da irgendjemand weiter? Danke, Sarah. Aber er hat geblutet. Er hat auch eine Wunde an der linken Wade. Ja, haben wir schon gesehen. Der Pfeil hatte sein Ziel wahrscheinlich nicht richtig getroffen. Habt ihr denn noch mehr Pfeile gefunden? Nein. Okay. Ich gehe davon aus, dass er rausgezogen wurde. Klar, das würden auch die blutigen Hände erklären. Pfeil rausgezogen, an die Wunde gefasst und dann ist er auf die Straße gerannt. Und? Er ist auf der Flucht gestürzt. Und wahrscheinlich hat in dem Moment der Täter ihn eingeholt, sich über ihn aufgebaut und den Pfeil abgefeuert. Sagt mal, wer so ein Pfeil- und Bogenspiel mit auf eine Hochzeit nimmt, ist eh nicht ganz sauber. Wer bringt denn derart spitze Pfeile zu besoffenen Gästen? Schaut mal, was ich gefunden habe. Ah, nochmal zwei Pfeile. Insgesamt drei. Einer ging daneben, einer an die Wade und einer hat getroffen. Tja, aber auf diesen Pfeilen werden zig Fingerabdrücke von all den Gästen sein. Ja. Naseband. Ja, Micha. Okay. Ja. Alles klar. Bis dann. Also, Micha sagt, der Teichner ist mit den Kollegen auf dem Weg zum K11. Wir können uns aber Zeit lassen. Der ist noch besoffen und vor 13 Uhr nicht vernehmungsfähig. Okay. Naja, fahren wir trotzdem schon mal los. Sarah, du meldest dich? Ja. Bis später. Tschüss, Kollegen.